meine Freunde, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Train Sim World. Diesmal wieder im, oh Gott, ein Szenario Rapid Transit. Das ist ein Szenario von Rapid Transit. Heute machen wir das Szenario Großstadt und fahren einen Zug von Bitterfeld aus Richtung Süden durch Leipzig und den City-Tunnel bis nach Leipzig-Kollewitz. Und ich immer sagen, lange genug gequatscht, wir gehen einfach rein und gucken dann, wie das. Moment, ich kann das ja mal wieder größer machen, dann sehe ich auch ein bisschen mehr. Ja, läuft. Wäre ich mal nicht rausgetappt. Ja, toll. Ja, toll. Ich liebe das Spiel. Läuft. Großstadt. Okay. What the fuck? Bekommt ein Bahnhof von Bitterfeld, die werden von Warschau-Sektor und an einer Stelle anhalten. Ihre Endhaltestelle ist Leipzig-Konnewitz. Warum sagt der das nicht? Meine Güte. Wozu gibt es denn eine blöde Ansage hier in dem Spiel? Herrgott, nochmal. Was sonst immer funktioniert. So, dann setzen wir uns mal hin. Ja. Ich hasse diese Scheißmaus. Dann regeln sie die Türen auf der linken Seite. Links. Und dann lassen wir mal die Fahrgäste einsteigen. Wo ist jetzt der Scheibenwischer? Gibt doch bestimmt irgendwo einen Scheibenwischer. Oder nicht? Warum auch immer der hier sein sollte, aber hier wird er eh nicht. Man kann ja mal gucken. Irgendwo muss es doch. Es muss doch einen Scheibenwischer geben. Oder nicht? Ja, passt. Wir müssen eh bis 45 warten. Wie spät ist es überhaupt? Kann man auch mal lesen. 18:44 ist es. Gleich ist es soweit. Nächster Halt, Petersrode. Jetzt müssen wir da ein bisschen Gas geben.
funktionieren. Bleiben wir erstmal bei 120 Kilometer pro Stunde. Mehr dürfen wir gleich eh nicht mehr. Falls wir über 120 kommen, ne? So, Stufe 3 dürfte reichen. Um das Ganze gemütlich zu machen. Alles klar! So, und dann gehen wir jetzt Vollgas, die letzten paar Kilometer. Wirklich richtig weit ist es ja nicht mehr. 4 Kilometer haben wir noch. Bis nach Petersroda. Überlegen, wann ich wie viel früher ich nochmal halten sollte. Vor allem bei 150 Kilometer pro Stunde, da haben wir bisher noch nicht gehabt. Sind wir in einer guten Zeit? Ja, doch. Ich glaube, so beim Kilometer gehe ich dann so auf 60% oder 40% erstmal. Eieiei. Naja, nicht perfekt gehalten, aber den Bahnhof zumindest gut erreicht. Das ist zumindest schon mal die Hauptsache. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hauptsache, wir haben den Bahnhof erreicht. Müssen ja nicht unbedingt eine Punktlandung machen, ne? Lassen wir das mal gelten. Ich hab das Slide-In noch gar nicht bekommen. Schade. Ah. Okay, wir müssen eh noch ein bisschen warten. Ach, wir waren hier wieder pünktlich. Überpünktlich waren wir wieder. Läuft. Ja, so wie es sein soll. Überpünktlich, okay. Und okay, gleich weiter. Das geht gleich weiter. Das geht gleich weiter. Ah. War noch nicht. Das muss doch noch bis halb warten, oder wie? Ich befürchte schon. Nächster Halt in Delitzsch. In 6,5 Kilometern. Mal überlegen, wie ich jetzt gleich halten werde.
Ich glaube ähnlich wie gerade. Nur weil dass ich ein bisschen stärker bremsen werde. Aber erstmal Vollgas. Mit Vollgas nach Delitzsch. Sieht man leider hier nicht. Schade. Ich würde ja ansonsten noch so fahren, wie ich jetzt gerade fahre, aber leider sieht man ja nicht, wie weit man vom letzten zum nächsten Ort entfernt ist. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ne? Aber gut. Da können wir den erstmal ausfahren. Da wir dann noch ein Stückchen haben. Punkte sammeln dafür auch ganz gut. Das Wasser pegt ja ganz schön gut ab, ne? Kann ich ja schon fast wieder ausschalten, den Scheibenwischer. Okay, jetzt fahren wir allerdings auch wieder ein ordentliches Stückchen schneller. Ja, nach dem nächsten Grünsignal, nächsten. Gehen. Auch nicht schlecht. Damit habe ich jetzt weniger gerechnet. Dass wir das so perfekt schaffen. Ich weiß gar nicht, wie pünktlich wir sind. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ich würde mal sagen, so wie ich uns mittlerweile kenne, ziemlich pünktlich. Gut, wir haben mal auch nur einen Zug. Wir sind ja nicht wirklich gekoppelt. Da ist es ja verständlich, dass das relativ schnell geht, dass Leute rein und wieder rauskommen. Ja. Beziehungsweise einen und wieder aussteigen. Das klingt doch ein bisschen besser. Nächster Halt in 4,7 Kilometer ist Zschochtau. Können wir auch wieder ein Stückchen fahren. Und das die verregnete Landschaft genießen. Und mit genießen meine ich, dass wir im Trockenen sitzen.
Weg ist auch relativ geradeaus. Nur, dass wir vielleicht der Geradeausabschnitt beginnen. Indem es eigentlich nur geradeaus gehen könnte, sollte. Laut der Karte. Wie genau dem so ist, werden wir dann sehen. Nicht mehr lang und dann geht's auch wieder in die Eisen. Sind halt ein Bummelzug. Kann man leider nichts dafür, dass wir ein Bummelzug sind, aber ist nun mal so. Lieber am Anfang ein bisschen abrupter in die Eisen gehen, dass wir dann gemütlicher in den Bahnhof einrollen können. Uhr da sein, wir sind wieder überpünktlich. Und wieder mal eine Punktlandung. Dann entriegeln wir mal die Türen. Auf der rechten Seite. Da sehen wir uns. Ist echt schön gemacht. Der andere fährt wahrscheinlich gleich wieder los, bevor wir losfahren. Oder minimal vor uns. Wir können die Türen ja schon wieder schließen. Denn für uns geht es auch gleich wieder los in wenigen Sekunden. Um genau zu sagen, in 15 Sekunden. Bis für uns weiter. Auch immer das Szenario Großstadt heißt. Nächster Halt in knapp 5 Kilometern ist Rackwitz. Und jetzt geht's wirklich steil geradeaus, wie man sehen kann, denn es. Okay. Denn es ist nicht so weit. Von der Strecke quasi ab. Mir fehlen die deutschen Worte. Die man, glaube ich, unschwer erkennen mag. Also relativ. Ein bisschen östlich von uns. So. Heißt erstmal Gummi. Und Vollgas. So, jetzt müssen wir nur noch fahren und dann in wenigen Kilometern wieder halten. Das ist ja auch mal ganz entspannt, ne? Punkte, cool. Ich will nochmal Personal haben. Je mehr Punkte, desto besser, auch wenn es kein Duell ist. Oh, 50.
Okay, bald dürfen wir nicht mehr ganz so flitzen. Schon mal gut zu wissen, dass wir nach Rackwitz nicht mehr ganz so schnell dürfen. Ausstieg wieder mal in Fahrtrichtung rechts. Ist mal ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, aber der Bahnhof ist noch anwesend. Zeitlich sind wir auch im Rahmen. Wieder mal ein bisschen früher da. Aber dann sind wir mittlerweile von uns gewohnt, ne? Wir können das ja pünktlich sein. Halb Minute müssen wir noch warten. Dann ist das Signal für uns auch noch grüner als grün. Dann haben wir nicht nur die. Haben wir nochmal die zweite Freigabe. Nicht nur die Freigabe, dass wir fahren können, sondern die Freigabe, dass wir wirklich fahren können. Nächster Halt in 5 Kilometern. Leipzig Messe. Ausstieg mit großer Wahrscheinlichkeit wieder in Fahrtrichtung rechts. So, bevor wir die. Na, nee, also wir schaffen die 160 nicht, bevor wir bei der Geschwindigkeitsbeschränkung sind. Glaube ich nicht. Obwohl, ich weiß es nicht. Ich bezweifle es, ich glaube es aber nicht. Auch schön, wie er sich einfach so in die Kurve reinlegt. Vielleicht schaffen wir doch die 160. Bevor die Geschwindigkeitsbeschränkung kommt. Wir werden sehen, ich glaube aber nicht. So. Hast du ja gesagt, 160 schaffen wir nicht mehr ganz vorher. Gut, in diesem Fall ist es ja eigentlich auch eher irrelevant, ob wir jetzt irgendwie die Geschwindigkeitsbeschränkungen überschreiten, weil wir ja sowieso dann am Bahnhof warten müssen. Und nicht wirklich mit roten Signalen zu kämpfen haben, aber wenn wir jetzt irgendwie einen Güterzug werden, dann wäre es halt schon ein bisschen problematisch. Oh Gott. Warum auch immer. Ich begreife es nicht wirklich. Info 7. Ja. Ah, wahrscheinlich, weil wir jetzt so ein bisschen mehr in Ort fahren. In Ort vor allem. Mehr nach Leipzig reinfahren, deswegen. Da gehe ich mal erstmal stark von aus. Oh, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ne? Überraschung.
Okay, ein paar Leute werden nass, aber das ist ja nicht so wild. Für einen kurzen Moment werden sie halt nass. So, pünktlich sind wir auch wieder mal so 20 Sekunden früher. So die kleinen Feinheiten sind das wieder hier, die wir früher sind. Die kleinen Feinheiten sind das wieder, die wir früher sind. Ah, alles klar. Ich habe verstanden. Dann verriegeln wir mal wieder die Türen. Das geht für uns ja in wenigen Sekunden wieder weiter. Nächster Halt in 3,5 Kilometern. Wo sind das 3,5 Kilometer? Ja, 3,5 Kilometer. Leipzig. Nord. Blinkendes grünes Signal. Wir dürfen nicht noch 120 fahren. Die werden wir auch genau zu dem Zeitpunkt kurz danach erreichen. Genau zu dem Zeitpunkt kurz danach. Das ist auch nicht so wild, wenn wir das nicht ganz halten, das Tempo. Wir müssen ja sowieso gleich wieder halten. Und früh sind wir sowieso. Und schnell fahren können wir gleich eh nicht mehr, weil wir ja wirklich in die City von Leipzig reinfahren gerade. Und dann ja sowieso eine Geschwindigkeitsbeschränkung herrscht und ich glaube 80 km schon. Wenn ich mich nicht täusche. Spätestens dann, wenn wir in den City-Tunnel reinfahren. Hä, war nicht gerade 110? Ich bin verwirrt. Muss 100. Naja, wie dem auch sei. Wir stehen mal relativ gemütlich auf der Bremse, wahrscheinlich sogar noch zu stark. Deswegen lösen wir die Bremse noch mal ein wenig. Und um Zeit zu schinden, lassen wir das auch erstmal so. Das gilt noch. Puh. Habe ich jetzt die falsche Tür aufgemacht? Nee. Ah, das geht noch. Das passt noch. Ich würde mal sagen, fast über das Ziel hinausgeschossen. Aber sowas von knapp. Man kann noch aussteigen. Auch egal wie, auch mit Rollstuhl kann man noch einsteigen. Also, abgesehen davon, dass man es nicht kann, weil der Abstand zu groß ist, aber es ist tendenziell genauso möglich bei der ersten Tür wie bei den hinteren Türen. Ist zwar extrem knapp, aber es ist möglich. Yay. Bahnhof kann man doch ein bisschen überraschend. So, ich glaube, Steigung auf 80 km pro Stunde noch. Oder kommt bald. Aktuell noch 100 oder 80.
wie bereits vorher gesagt, geht es jetzt auch nach zum Leipziger Hauptbahnhof. Den zumindest den unterirdischen 200 Kilometer haben wir dann, die wir so gemütlich nach Leipzig Hauptbahnhof rollen werden. Drei Minuten haben wir dafür Zeit. Lassen wir mal das Rollen beginnen. Ach du Scheiße. Was ist denn los wieder hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommen sie wieder von allen Seiten. Ja, dafür, dass man erstmal satt und Switcher von den blöden Spiel oder von den Spielen macht. Damit jeder weiß, was für ein Spiel gemeint ist. So. War das nicht 80? Ja. Lichtschalter sinnvoll. Ist mir auch ohne diese merkwürdigen Halte. Formen. Wir gucken gleich direkt weiter. Das ist auch sauber. Türen zu und direkt weiter. Wir sind nämlich ein bisschen spät dran. Jetzt habe ich eine Minute Zeit, aber gut, das sind nur 500 Meter. Scheibenwischer können wir schon wieder ausschalten. So, haben wir das auch schon. Leipzig-Markt sind wir jetzt. Dann regen wir die Türen und lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen. Nicht nur einsteigen, auch aussteigen. Denn wir zwingen niemanden hier zu bleiben. Noch nicht. Zumindest. Wieder pünktlich genug, um noch warten zu können, dürfen. Müssen.
Nächster Halt Leipzig Wilhelm Leuschner Platz. Punkte, alles klar. Wahrscheinlich ein bisschen zu spät gehalten. Zeitlich wieder rechtzeitig bis sehr früh. Muss ich eine halbe Minute warten, aber das ist gar kein Problem, das kennen wir mittlerweile ja schon. Von daher können wir das noch ganz gut verkraften. Behaupte ich jetzt einfach mal. Weiter geht's. Nächster Halt Leipzig Bayerischer Bahnhof. Auch wieder direkt um die Ecke. Die Fahrgäste wieder ein- und aussteigen. Oh, mit zugelassener Geschwindigkeit 160 km pro Stunde. Was sind wir schon gefahren? 170 oder so. Ups. Egal. Wenn wir es nicht getan hätten, wären wir Verspätung gehabt. Mit Sicherheit. Türen verriegeln. War wieder zu voreilig. Wieder zu schnell dabei gewesen. Kein Lichtschleier, ein Schlicht. Strahl ja einfach mal dimmen. Ist es irgendwie lauter geworden? Kann das sein?
Interessant. Easy going. Okay. Lass uns mal gelten. Gelbes Vorsignal, nächster Halt. Und auch die Endhaltestelle Leipzig-Konnewitz, der Zug endet hier. Ich tu mal nicht so, als ob ich jetzt gerade irgendwie das Gefühl habe, dass ich was verpasst habe. Aber ich habe das Gefühl, unsere Stromabnehmer. Ne, unser Stromabnehmer ist noch dran, lol. Das war jetzt merkwürdig. Weil es ein bisschen übertrieben mit 86% direkt. Und zu guter Letzt natürlich wieder eine super schöne Punktlandung, die uns satte 438 Punkte gibt. Und öffnen wir die Türen. Beziehungsweise, ja. Na gut, wenn man nicht sagt, was für Spieler sind, dann muss ich gucken, ob das dann. Dann habe ich vielleicht die richtigen oder die falschen. Dann ist das ein Roulette. Verweigern den Zug aus, um die Aufgabe zu erfüllen. Alles klar. Nichts leichter als das. So, geplante Zeit, also früh zu früh, pünktlich. Überall pünktlich, mittlerweile Level 12, Level 5 von der S-Bahn-S2-Strecke. Level 4 von der BR 114 Zone 40-1 Talent 2 ist doch mal nicht schlecht. Und ich muss gleich niesen. Eieieiei.
Ich wünsche euch, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin das Franchise-Guru. Seid ein schöner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Take a body's high.